Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinigt Zeitgedanken an diesem Mittwoch, dem 15. Mai 2024. Ich freue mich, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben, wenn es bei Reinigt Zeitgedanken heißt, Losung und Lehrtext für den jeweiligen Tag. Und beide Texte wollen wir uns auch heute wieder anschauen. Da heißt es im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 33. Kapitel, Herr sei unser Arm aller Morgen, ja, unser Heil zur Zeit der Trübsal. Dieses Wort stammt aus dem ersten Teil des Jesaja-Buches und wir wissen ja, dieses Jesaja-Buch wurde aufgeschrieben oder spielt sich in einer Zeit ab, ungefähr ein halbes Jahrhundert vor Christus. Und das ist natürlich erstaunlich, da ist eine bewegte Zeit und hier ahnt der Prophet, was heißt der ahnt, der weiß es von Gott, dass eine schlimme Zeit für Israel bevorsteht, nämlich das Exil. Es werden also große Teile von diesem Volk dann weggeführt, von der Heimat weg. Sie müssen durch ganz große Leiden hindurch, dieses Volk. Sie werden teilweise zerrissen und sie werden natürlich die Heimat für lange Zeit nicht sehen. Eine solche Zeit vor vielen, vielen Jahren, und schauen wir heute nach Israel, dann würde das wahrscheinlich wieder sehr gut passen, denn auch heute befürchten Leute, viele Menschen auf dieser Welt, dass sich der Krieg in Israel ausweitet zu einem großen Weltkrieg und dass es ganz, ganz viel Leid gibt, auch für die Israeliten. Und da sehen wir ja, dass das nicht ganz unberechtigt ist, diese Gedanken zu hegen und zu pflegen und zu sagen, wo mag das hinführen? Schaut man die Berichte genau an, dann ist es unglaublich, was jetzt im fernen Osten passiert, wie mit Menschenleben, mit Kindern, mit schwangeren Frauen umgegangen wird. Man kann nur noch den Kopf schütteln, man kann den Atem anhalten und sagen, wo ist Gott in diesem Geschehen? Warum greift er nicht schon ein? Er hat damals eingegriffen, aber erst musste die Bevölkerung durch ein ganz großes Leid und dann wissen wir ja, sind sie zurückgeführt worden. Durch die Perser durften sie dann den Wiederaufbau vorantreiben des Tempels. Also all das ist ja dann damals auch geschehen. Und so scheint Israel jetzt genau hier zu stehen, wo der erste Teil des Jesaja-Buches auch steht, nämlich vor dieser ganz großen Katastrophe. Einige mögen es sehen, andere lachen und triumphieren, weil sie Siege einfahren, aber gar nicht merken, dass sie gegen die Schöpfung unterwegs sind und Menschenleben vernichten, die der Schöpfer gewollt hat. Es ist verrückt, wenn wir das so sehen. Es scheint sich Geschichte zu wiederholen. Und dann die Bitte, er möge ihnen beistehen. Und das ist das Großartige und das Einzigartige, dass Menschen, die sich auch in dieser Zeit damals zu Gott gehalten haben, dann doch von ihm beschützt worden sind. Insofern, dass sie zwar durch dieses Leid mussten, aber wie gesagt, mit der Hilfe Gottes. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, auch wenn wir heute sehen, dass wir wahrscheinlich, wir schon gleich gar nicht, aber auch vielleicht zu wenige sind, um Gott umzustimmen, dass der Dritte Weltkrieg abgewendet werden kann, dass es wichtig ist, dass wir trotzdem in einer solchen Zeit in Gott geborgen sind, dass wir Schutz erfahren und dass Gott seine Menschen, die an ihm festhalten, bewahrt, hindurchführt, stärkt und ihnen Kraft gibt. Und das ist das, was wir wahrscheinlich alle heute auch brauchen. Schauen wir nochmal in das Neue Testament. Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, aus der Offenbarung im 7. Kapitel. Ja, jetzt stellen wir fest, dass ganz am Ende der Zeit das Leid ein Ende haben wird. Aber bevor dieses Leid ein Ende hat, wird es auf dieser Welt so richtig wüst zugehen. Und viele sagen ja, wir sind in der Endzeit. Jetzt ist die Frage, wie groß nimmt man die Klammer der Endzeit? Dann sind wir natürlich in der Endzeit, wenn wir auf das tausendjährige Friedensreich zugehen. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass wohl ein ganz furchtbarer Krieg noch hereinbricht, dass sich Völker gegen Völker erheben und dass sich unheimlich viele Naturkatastrophen ereignen.
Das sehen wir ja bis hin zu Zeichen am Himmel, denen wir nicht folgen sollen, weil sie nämlich von jener Macht gemacht werden, die gegen Gott arbeitet. Das alles kann man nachlesen, aber letztlich ist es ja egal, ob wir jetzt Tag und Stunde wissen. Viele sind so erpicht drauf, dass sie sagen, ja, jetzt will ich wissen, ist jetzt dann die Wiederkunft Christi zu erwarten, kommen wir dann in das ewige Reich? Und da gibt es jetzt ganz gespaltene Meinungen. Ich denke nicht, dass wir uns über den Tag und über die Stunde austauschen sollten und spekulieren sollten, aber wir sollten eins wissen, dass es jeden Tag passieren kann. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe und gelesen habe, dann kommt ja noch das tausendjährige Friedensreich, das heißt also, das große Endgericht steht auf keinen Fall bevor. Aber das sehen viele andere und das dürfen sie auch. Ich sehe es halt in diese Richtung und sage aber, wir werden jetzt richtig auf die Probe gestellt und das ist die Zeit der Entscheidung. Und wir wissen aber, dass dann ganz am Ende des Endgerichtes, und davon ist hier die Rede, die Menschen in den weißen Kleidern dann am Throne Gottes stehen werden, herzugebracht werden. Und das sind jene, die sich im Blut des Lammes reingewaschen haben. Das heißt nichts anderes, als dass sie sich zu Jesus Christus gehalten haben, dass sie aus seinem Tun, aus seinem Handeln heraus Vergebung bekommen haben und dass sie nun leben können ohne Drangsal, ohne Hunger, ohne Durst. Das ist eine ganz wundervolle Zusage und zwar diese gilt ja für alle Zeiten, in denen wir jetzt leben. Das gilt für die Menschen, die vor uns gelebt haben, das gilt für die Menschen, die nach uns leben werden, das gilt auch für uns. Die Frage ist, sind wir dabei? Haben wir uns tatsächlich in unserem Leben für Jesus Christus entschieden? Haben wir zu unseren Vergehen gestanden und haben wir gesagt, ja, wir lassen sie uns vergeben und sind dann in der Freude unterwegs? In einem anderen Menschen, Paulus sagt ja, in einem neuen Menschen, das heißt, dann sind wir unterwegs in der Liebe, in der Wahrheit, in der Gerechtigkeit. Und das kann sich jeder selber beantworten. Wo ist er unterwegs? Frönt er dieser Welt, dieser dunklen Mächten, oder ist er unterwegs in heller Freundlichkeit, in Aufrichtigkeit, in der Wahrheit und natürlich auf einem Weg, der keine Kompromisse kennt, nämlich man sagt ja in der Bibel, eure Rede sei ja ja und nein nein. Ja, ich kann nur einladen, mit diesen beiden Texten sich auch in unserer Zeit, die unheimlich bewegt ist und in der es vieles gilt, anzusprechen und sich einzusetzen für eine bessere Zeit, dass man sich da entscheidet für die richtige Seite und deshalb möchte ich Mut machen, auch jeden Tag Losung und Lehrtext zu lesen und zu sehen, was dran hängt. Es hängt nämlich viel mehr dran. Es hängt Sein und Nichtsein dran. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, ich wünsche einen gesegneten Mittwoch in diesem Wonnemonat Mai. Das Wetter ist ja auch wieder durchwachsen, aber ich möchte noch ein wenig aufmerksam machen und zwar auf den Pfingstsonntag, der jetzt vor der Tür steht. Da versuche ich, ich weiß es, wie viel wir es sein werden, weniger oder viele. Gestern ist auch der Gebetsruftrichter fertig geworden, wunderschön bemalt worden. Ich versuche es jetzt, dass wir natürlich dazu Leute ansprechen und die uns begleiten können auf den Fähnerenspitz und zwar um 17 Uhr am Pfingstsonntag zu einem Bußgebet und zu einem Segenszuspruch. Wir sind gespannt, wie viel kommen. Es ist der Versuch, so wie im Alten Testament ganz häufig passiert, dass wir Gott umstimmen, dass er gnädig wird und dass er das ganz große Leid von uns abwendet. Und da zeige ich gleich nochmal den Text von Losung und Lehrtext und danach sehen wir den Berg. Das ist der Fähnerenspitz, der ist nicht einmal 2000 Meter hoch. Man kann also die letzten Meter dann nehmen, das ist eine Stunde, anderthalb Stunden Fußweg.
Man kann mit dem Rufbus hinauffahren oder man kann auch von unten, wir sind ja von Weißbad, werden wir loslaufen. Da laufen wir, die wir ja gut unterwegs sind, 2 Stunden, aber da muss man schon gut zu Fuß sein. Wer uns also begleiten möchte, wir wollen uns dann treffen um 17 Uhr auf dem Gipfel, um dann dieses Bußgebet stattfinden zu lassen. Ich hoffe, dass ein paar Leute kommen, dass wir eine Gemeinschaft sind. Ich denke schon. Und ob es regnet, schneit, stürmt, hagelt, das ist uns egal. Es ist ein Bußgang, ein Bittgang zu Gott. Und da spielt das Wetter keine Rolle. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Und wenn Sie mögen, verteilen Sie diese Streams und haben Sie Dank für alles, was Sie tun an Unterstützung. Dass Sie die Kommentare schreiben, dass Sie sie weitergeben, dass Sie selbst von Gott erzählen in der Öffentlichkeit. Wir brauchen jeden, aber wirklich auch jeden in dieser Zeit, der diese Botschaft wieder groß werden lässt, damit Frieden, damit eine andere Zeit in dieser Welt einkehren kann. Auf Wiederluege, Ihr Reini hier aus Appenzell Innerrhoden. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.